Hallo, auf GitHub gibt es ja echt jede Menge tolle Projekte. Eins habe ich ja schon vorgestellt, das Twint-Projekt. Es gibt OSINTgram, was ich mir unbedingt mal anschauen möchte. Es gibt Proxy-Chains, es gibt OSR-Framework und so weiter und so fort. Und viele dieser Projekte sind in Python geschrieben worden und deswegen möchte ich mal anfangen mit so ein paar Python-Grundlagen. Also ich selber kann eigentlich kein Python, aber so ein paar Sachen, die sollte man halt wissen, wenn man solche Projekte hat. Und da geht es hauptsächlich darum, diese Projekte installieren zu können. So. Also als erstes, es gibt unterschiedliche Python-Versionen und manche dieser Programme benötigen eine spezielle Python-Version. Deswegen ist es eigentlich immer sinnvoll, erstmal zu gucken, was habe ich denn für ein Python? Da sagt er mir, kennt er gar nicht. Es muss Python 3 heißen. Und dann sehe ich schon, okay, ich habe die Version Python 3.8.10. Jetzt kann man hier eben gucken. Irgendwo ist es meistens geschrieben, welche Python-Version man hat. Also hier sehe ich schon PIP 3, das heißt, es geht auf jeden Fall mal um Python 3. Müsste man wahrscheinlich noch das README oder so durchgucken. So tief will ich gar nicht reingehen. Wichtig ist eigentlich im Endeffekt, ich sollte gucken, wenn irgendwas nicht passt, welche Version wird eben genutzt. Und hier ist auf jeden Fall schon mal Python 3. Es gibt tatsächlich aber immer noch Projekte, auch die immer noch auf Python 2 laufen. Und dann muss ich eben auch Python 2 installieren, auch wenn das eigentlich schon vorbei ist. Was auch immer ganz wichtig ist, zu gucken hier, wann gab es denn die letzte Änderung und wann gab es das letzte Release. Und das sehe ich hier schon 2018, das ist schon ein bisschen arg lang her, obwohl an dem Projekt weitergearbeitet wird. Bei dem Projekt ist das letzte Release auch schon lange her, 2019, aber auch hier sehe ich, zumindest im März noch was gemacht wurde letztes Jahr. Wie schaut es hier aus? Oktober 21 und Release ist vom Mai 21. Also solche Sachen sollte man sich immer halt ein bisschen angucken. Die README durchlesen. Und hier unten steht dann meistens, wie man das Ding bedient und wie man es installiert. Ja, okay. Also wir wissen jetzt, welche Python-Version wir haben. Wenn ich jetzt Python 3.9 brauchen würde, dann sagt er mir, es gibt es nicht, bietet mir aber gleich an, es zu installieren. Mittlere Maustaste markieren, markieren mittlere Maustaste, fügt es ein. Und so hätte ich dann eben Python 3.9 installiert. So. Es dauert jetzt einen kurzen Moment, aber nicht lange. So, wenn ich außersehentlich mal Python 3 geschrieben habe, dann lande ich in der Programmieroberfläche oder im interaktiven Modus. Und rauskommen würde man natürlich sofort sagen, okay, ich schreibe Exit. Das funktioniert aber nicht, aber er gibt mir schon den Hinweis, ich muss Exit Klammer auf Klammer zuschreiben, dann komme ich da wieder raus. Ja, ähnlich wie Linux hat auch Python eine Paketverwaltung und um die nutzen zu können, sudo apt install python 3-pip, denn pip ist die die Paketverwaltung und mit pip 3 list kann ich mir zum Beispiel anzeigen lassen, welche Pakete es denn gibt. Natürlich eine ziemlich lange Liste. Aber wir sehen auch, lustig, Twint gibt es auch hier. Genau, wenn ich nach solchen Paketen suchen möchte und eine andere Oberfläche gerne möchte, kann ich natürlich immer noch auf pypy.org gehen. Dort finde ich dann eben noch eine Suchmaske, um Python-Pakete zu finden.
um ein Paket zu installieren, muss ich eben dann pip 3 install und dann hier den Paketnamen. Könnt ihr jetzt einfach mal hier Wheel installieren. Okay. gibt schon mit pip 3 uninstall, wäre ein Paket wieder zu löschen und mit pip 3 install Paket Name minus minus upgrade kann ich auch eine Aktualisierung des Programms durchführen. Wenn ich jetzt genau eine spezielle Python-Version ansprechen will, wäre eine alternative Möglichkeit, den pip-install zu machen, eben Python 3.8 zum Beispiel, minus m pip-install und dann eben das Paket. So könnte ich dann dafür sorgen, dass das Paket speziell eben für Python 3.8 installiert wird. Ja, die meisten Projekte haben hier irgendwelche Abhängigkeiten. Also wenn ich das rumkopiert habe, also mir geklont habe, dazu kommen wir gleich, dann gibt es meistens so eine Requirements.txt und in der steht eben drin, welche verschiedenen Pakete denn von dieser Software benötigt werden. Und das heißt, ich müsste dann eben immer pip 3 install minus r requirements.txt reinschreiben und dann werden die eben alle installiert. Genau. Und wenn ich das gemacht habe, dann kommt eben als nächstes sudo python 3 set und dann führt man üblicherweise die setup.py aus. Die müsste es also hier auch eben geben in dem Projektordner. Hier sieht man schon setup.py und install und dann wird es installiert und dann kann ich eben auch mit einem where is zum Beispiel twint oder so nachgucken, wohin das denn installiert wurde. So viel mal zu den Python-Grundlagen. Mehr ist es eigentlich gar nicht, was man wissen muss, um diese Projekte zu nutzen, solange man nicht dran mitarbeiten möchte. Und was man halt auch noch braucht, ist Git. Sudo apt install Git. Da sehen wir, das ist auch schon drauf. Hervorragend. Und dann mache ich mir eben einen Ordner mkdir Git, wo ich meine Git-Projekte reinlade. cd Git. Und der ist natürlich jetzt noch leer. Und hier würde ich jetzt eben einen Git-Klon machen auf irgendein Projekt. Dann schnappen wir uns halt mal irgend so ein Python-Projekt, wie zum Beispiel das von Twint. Hier hole ich mir die URL zum Kopieren. Und Git-Klon. Und dann habe ich hier eben diese Requirements.txt, die ich mir mit, na, ich muss da auch immer nachgucken, wie gesagt. Git clone und dann eben die URL. Quatsch, Git clone habe ich ja schon gemacht, Moment. Hier ist es. Pip 3 install minus r requirements kann ich mit tab vervollständigen und dann würde jetzt mal die Abhängigkeiten ziehen und dann eben sudo python 3 setup.py install und dann wird der ganze Spaß installiert und jetzt kann ich eben mit where is
geschwind auch gucken, wo es hin installiert wurde. Gut. So viel dazu. Ich hoffe, das hilft euch für, ja, wenn ihr eben GitHub-Projekte mal installieren und ausprobieren wollt. Macht's gut. Ciao, ciao.